Herzlich willkommen zur Folge 99 von Days Gone. So, da scheint ja noch was zu sein, was ich noch nicht aufgedeckt habe. Könnte ich ja mal da hinfahren. Ja, in der letzten Folge habe ich halt auch wieder so ein Camp ausgeräumt, gesäubert. Wo dann noch so am Ende Verstärkung noch ankam, aber das war natürlich für mich kein Problem. So, gucken. So, bei Tankstellen und so muss man immer langsam ranfahren, weil, ne, hin und wieder haben da wirklich so eine Straßensperre aufgebaut oder was. Und hier sind ja auch dann so die Horden. Oder eine Horde ist hier. Oh. Netter Haufen vergewaltiger Diebe und Mörder. Was macht ihr hier draußen, hä? Auf der Suche nach leichter Beute? Warum schreit er immer so? Na, komm mal her mit deiner Keule. Da hat er mal ein Bike umgeschmissen, das gibt's auch nicht. So. Da sitzt jemand fest. Ich muss helfen. Ja. Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ist ja gut. Schreit doch nicht so, Mensch. So. Das wird schon wieder. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Okay. Da gehe ich hin. Ja, wo? Zeig mir. Wo ist das? Hey, hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Danke für deine Hilfe. Das war echt knapp. Allein ja, hätte ich es nicht geschafft. Hm, klar. Danke. Sag ihnen, es war St. John. Die kennen mich. Meide die Hauptstraße, nicht anhalten. Wahnsinn, wie schnell die immer weg sind, ne? 2 Sekunden aus dem Bild, du drehst dich um. Na, kilometerweit keiner mehr zu sehen. Okay. Dann düse ich mal hier durch. Naja, düsen ist, ne? Ich schleiche hier durch. So. Da ist noch was. Nehme ich das doch mal mit. So, bin durch. Die Verirrten mit Mike. Was? Hoch? Da oben ist er. Okay. Da fehlt auch noch einer mit Motorrad. Immer diese Straßenrohrer, Diebe und überhaupt. Naja. Wer fährt da? Ach, ihr scheiß Ribberi. Da sind Männer! Ich bin aber nur alleine. Naja, durch deine Drogen siehst du halt eben mehr als nur einen. Ich weiß, wo du bist! Ich hab keine Angst vor euch. Lass dich befreien! Du hast das MG. Mach ihn fertig! Na, komm. Ach, die Alte geht aufs Dach. Bring ihn hinab! Ja!
zeig ihm den Weg. Ich zeig dir den Weg hier ins Jenseits. So nicht. So. Geht hinter ihn! Los! Alter, die alte Flamme, ey. Stopp! Ich bin ist ja gut, damit ein Geballer, ey. Ich krieg dich ja doch. Mal kurz warten. Und denkt er so, oh ne, das ist ja doch keiner mehr. Dann gehe ich lieber nach Hause oder was weiß ich, was er denkt. Und dann. Sie sind geschlagen! Ja. Du bist gleich geschlagen, ja. Von mir. Die Verirrten sind da. Aha. So, jetzt geht er. Denkt er sich auch, ja. Keiner mehr da. Hab meine Ruhe. Irgendwo ist einer rum. Autsch. So und zack. Und rein das Ding in den Schädel. Yeah. Gespeichert. So, wo ist noch einer? Da ist noch einer. Da. Ach, der andere fährt da hinten lang. Da sind also noch welche. Na gut. Aufmachen. Oder was? Ja. Aufmachen. Ah. Mehr Schwert. Das ist gut. Ah, ein bisschen ist dann noch. Okay. Für arme Zeiten. So. Oh. Ich kann nicht brauchen. Ja. Komme ich nicht durch. Na, die auf dem Dach. Denkt er da auf dem Dach ist er sicher oder was? Ne? Hat er den guten Überblick? Ha. Ich bin aber schlauer als die alten Säcke da. So, wenn der sich jetzt noch umdrehen würde,
kann ich ihn auch so schön von hinten nehmen. Das ist immer das Beste, was ich kann. Na komm, Alter, geh mal, Mensch. Ja. So. Nein, nein, nein. Was ist nein, nein, nein? Bam. So. Okay. Ach, da geht auch noch einer. Sag mal, wo geht der denn hin? So. Ach, der zieht wieder da an seiner Zigarette oder was? Und klack. Schön Messer ins Ohr. So. Hier noch ein bisschen Muni mitnehmen, wenn es geht. Jo. Okay, vorne lege ich noch mal erstmal zu. Dann weiß ich, da ist noch Schrott drin. Eine Kuh. Nein, natürlich nicht. War ein Hund. Ach ja, ein bisschen Spaß muss sein. So, oh Gott, da unten der düster vor sich hin. Aber nicht mehr lange. Den von hier oben abknallen kann. Aber erstmal den noch markieren. Alles sieht so verbrannt aus hier. Wieder runter. Dann nehme ich die Leise von hinten oder so. Na, der eine düst hier unten rum, der andere kommt jetzt von oben runter gedüst. Das Schöne hier ist einfach, dass man sich so viel Zeit lassen kann, wie man will. Da muss man nicht unbedingt auch voll reinlaufen und alles. Kann man mal so ein bisschen überlegen, gehe ich jetzt dahin oder dahin, komme ich von links oder von rechts. Da bewegt sich was. Ja, bewegt sich was.
Und das hast du da oben gehört, wa? Mit deinen super Ohren. Der ist da oben 30 Meter weiter oder was? Und, oh, da bewegt sich was. Bäm, und wieder rein ins Ohr. Ist das schön. Halt mein Messer so richtig kommen hören. Schön rein in den Kopf. Und die düsen einfach da rum. Der eine hier unten, der andere da oben. So, mal hier schon mal Lautsprecher kaputt. Und hier auf der anderen Seite war auch noch eine. So. Na, dann gehe ich hier weiter ab. Dann hole ich mir den gleich da auf dem Motorrad auch noch. Also mal gucke ich hier. Der hat was gemerkt, aber denkt sich auch, ne? Vielleicht war es doch nur ein Berglück oder was. So, ihr meint, es ist so schön warm am Tag und alles. Ja. So, der eine kommt da. Da war jemand. Ja, da war jemand. Weg. Wieso macht er Hurra? Man weiß es nicht. Hat er Angst, ey. Was? Wer wurde befreit? Wer? Und von was wurde wer was wie befreit? Hä? Was? Jo. Und da war es mal wieder einer weniger. Ich sah die Verirrte. Das geht nicht. Sie sehen mich. Also. Bam, 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 bam.
Wupp, einmal hier durch. So, langsam bekomme ich Hunger. Aber das ist kurz nach 3:30 nachmittags. Der auch. Uah. Ich habe ein Geräusch gehört. Uah. Was war das? Uah. Mit am Tag hat er so eine Angst. Die sind richtig durchgeknallt, ey. Hallo, es geht dahin. Du Knochen. Ja. Schön durchgeschnitten. Das macht Laune, das macht Spaß. Wieder weniger so ein Arsch. So. Falls man den nicht anzünden kann. Das wär's noch. Ja, wir gehen erstmal rein, den Rüssel ins Loch und dann. So, habe ich den auch schon mal aufgetankt. Aber da steht immer noch da diese Rumtreiber da. So, ich drück einfach mal. Bisschen ranholen das Motorrad. So, das Ding ist kaputt. Also muss ich das reparieren. Na dann. Okay. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Jo, das wollte ich auch. Kann man oben noch, können wir auch mal da vielleicht gegen Biker kämpfen oder was. So, wo kommen denn welche? Ui, ich höre einen großen. Ja. So, dann kämpfen wir schön, ne? Ein Schreier hat geschreit, geschrien. Da war ich aber noch zum... Aua. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, klar. Herr Schmerz, befreit dich! Wer befreit mich? Ich befreie dich ja. So. Da hätten sie einen großen Tank. Oh. Jetzt hab ich dich.
wartet los, wer hat mich? Wo bist du denn, Gollum? Läuft auch noch weg. Nee, ist klar. Jetzt sagen, ja, jetzt habe ich dich. Aber nein, dann auch noch selber weglaufen. Ne? Hört sich gar nicht gut an. So, und die anderen, die Motorradfahrer, die sind jetzt gar nicht mehr da. Wo bist du denn, Hulk? Hulk, sein Bruder oder was weiß ich. Ich höre die doch rumtapsen. Ja, ist ja gut. Kein Strom. Ach, Scheiße. Ich habe das Ding doch repariert und dann reingedrückt. Muss doch gehen. Seltsam. Ja, endlich. Okay. Was haben wir denn so? Ja. Geht zu. Damit hier keiner reinkommt. Hier versuche bestimmte Sachen zu finden, die ich gerade eingesammelt habe und sowas. Das dauert ja auch immer wieder, die zu finden. Ich müsste mal eine Folge machen, wo ich halt immer so ein paar Sachen zeigen kann, aber. Das dauert ja auch dann wieder eine Weile. Ich glaube, das war das. Wer es lesen will, kann es ja lesen. Den kurz auf Pause machen. Für mich ist das jetzt nicht so spannend, sage ich mal. Ich würde mal hin und wieder mal so ein paar Fotos finden oder was. Ja, dann könnte man sich die Fotos mal angucken, aber jetzt da irgendwelche Sachen lesen über Medizin oder was weiß ich. Irgendwelche Berichte. Ja, die Dinger möchte ich finden und dann Gesundheit und Ausdauer erhöhen und so weiter. So. Ein Nero. Oh, noch ein Nero-Injektor. Gut. Genau. Also, Ausdauer. Hm.
Vertrauen wieder erhöht. Das Ende. Ich fühle mich schon viel stärker. Ja. Brummt es und schreit es rum, ey. Hallo? Dann lass mal von... Ups. Von hier oben gucken. Bei den Lautsprechern. Na, der eine ist noch da. Ja, brumm du mal da schön, ne? Oder schrei du mal da schön rum. Den hatte ich. Man sieht die auch offenbar da, aber da kämpft jetzt einer gegen den anderen oder was? Drei von diesen Halbdingern. Oh, der frisst er gerade. Könnte ich den ja schon von hinten nehmen. Lauf mal her, Großer. Ja. Das kommt immer nicht auf die Dicke und auf die Größe an. Auch ich kann dich platt machen. So, nochmal drei da oben. Puh. Okay, mal gucken, wie ich das jetzt noch am besten machen kann. Versuche ich die irgendwie dann auch nochmal platt zu machen. Da, der sagt jetzt mal wieder unten. Aua.
Komm her, Großer, komm. Der will jetzt nicht. Na komm. Also, hepp. Der will nicht, der Typ, ey. Hier läuft er da rum, ja toll. Ja, hättest du gerne, was? Ach, ach, er ist da oben. Na komm. Achtung, zu weit weg. Boom. Durch die Druckwelle. Der mir auch noch aufs Dach, der Dödel. Hey. Okay. So. Ja, ja, gehen Sie weiter. Ja, ja. Gesäubert, wie es aussieht. Kein großer mehr da. Was habe ich hier? Okay. Ja, ja. Ist doch keiner mehr da. Immer so durchgeteilt aus, ey. Geschmolzen oder so. Aber hier noch was zum Einsammeln. Zwei Ohren. Ja, ja. Ja, und die nächste Folge ist dann die Folge 100. Wahnsinn. Boah, ist das laut. Ach, da kommt einer. Ja. Schrei nicht, Junge. So.
Da ist der hier drin, für sich aufwärmen. Gut, dann werde ich erstmal die Folge hier beenden. So, du warst der Letzte für heute. Dann sage ich danke fürs Gucken und dann geht's weiter bei Folge 100. Halleluja. Bis dahin, mach's gut und bye bye.